Ein Pressetermin mit der US-Botschafterin. Für Jürgen Klinsmann gehört auch das zu dieser Brasilienreise. Genauso wie ein Showtraining mit jungen Fußballerinnen. Die Amerikaner als einzige Mannschaft zur Vorbereitung im Land. Eine Attraktion für die brasilianischen Medien. Ich glaube, das hat sie schon beeindruckt, auch die Brasilianer ein bisschen. Oh, die Amerikaner sind da, was machen die eigentlich hier? Sie wollen gesehen werden, aber vor allem selbst sehen. Zum Beispiel, wie die hohen Temperaturen in Brasilien auszuhalten sind. 10 Uhr morgens auf dem Trainingsgelände des FC Sao Paulo. Über 30 Grad Celsius. Ein echter Härtetest. Wir haben uns bereits angepasst. In den ersten Tagen haben wir die Hitze noch richtig gespürt. Mittlerweile sind die Beine nicht mehr so schwer und wir sind voll da. Es sind hier nur Spieler aus der amerikanischen Liga dabei. Die US-Stars aus Europas Top-Ligen fehlen. Die Teamzusammensetzung steht allerdings erstmal nicht im Vordergrund. Es ist ein großer Vorteil für uns, das Hotel zu kennen, die Hotelmitarbeiter, einfach alles. Wir waren schon hier und werden wissen, was uns erwartet. Was die Mannschaften bei zwei der Gruppenspiele erwartet, davon machte sich Klinsmann ein Bild und reiste auch in den heißen Norden an die Spielorte Recife und Natal. 10 Tage Brasilien und eine Erkenntnis. Ich glaube halt, dass das eine WM ist, an der man sich schnell an die Gegebenheiten orientieren muss. Man muss einen hohen Toleranzlevel mitnehmen. Es wird nicht alles perfekt sein. Perfekt dürfte dann aber vor allem die Einstellung der Mannschaft von Jürgen Klinsmann sein, gerade wenn es in der Vorrunde gegen Deutschland geht.